Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich mit dir darüber reden, warum dein Leben vielleicht nicht so optimal läuft, wie es sollte. Unter anderem natürlich in den Bereichen Frauen, aber auch solchen Bereichen wie Karriere, Job, Gesundheit, Hobbys und allgemeine Lebensausrichtung als Mann. Ich will dir verraten, was die häufigste Ursache ist dafür, dass es nicht so läuft. Und wie du das jetzt und für deine Zukunft verändern kannst. Also, heute wollen wir uns dem Ganzen mal aus einer, oder dem ganzen Frauenthema mal aus einer Metaperspektive nähern, also einer Perspektive der größeren Übersicht. Auf dem Channel habe ich ja öfter schon Videos gemacht zu der allgemeinen Thematik Lebensgestaltung, denn wir haben schon oft darüber gesprochen, dass die Lebensgestaltung auch dazu gehört oder auch dazu beiträgt, wie dein Umgang mit Frauen ist. Das heißt, wenn du ein Leben führst, das du gerne führst, wenn du in deinem Leben sehr zufrieden und glücklich bist, dann wird es mit Frauen automatisch besser laufen und vice versa. Dazu nochmal den Spruch, den ich auch letztens in einem Video schon mal gebracht habe, den ich aus The Way of the Superior Man habe. Tolle Buchempfehlung. Und dort sagt er, eine Frau ist ein Geschenk für ein gelungenes Leben. Eine Frau ist das Resultat eines gelungenen Lebens. Da entstammt das Ganze her. Also hast du ein gelungenes Leben, ein Leben, das du gerne führst, dann regelt sich der Frauenbereich fast automatisch, beziehungsweise dann kriegst du diese Belohnung Frau, die du dir, wenn man diesem Glauben folgt, verdienen musst, dadurch, dass du dich um dein Leben kümmerst. Und das ist sehr, sehr richtig. Ich hatte selbst Zeiten in meiner Karriere, wo ich mich nur auf das Frauenthema konzentriert habe, aber ansonsten die Dinge in meinem Leben nicht liefen oder nicht so liefen, wie ich das gerne gehabt hätte und ich auch sehr unzufrieden war mit der Art und Weise, wie das lief und habe da gemerkt, ja, dass das Ganze ja, mich nicht wirklich erfüllt hat, nicht wirklich das war, was ich mir vorgestellt hatte und erst als ich die verschiedenen Bausteine meines Lebens dann in die Hand genommen habe, lief das Ganze deutlich besser. Und der Grund, warum es bei manchen Männern läuft und bei manchen Männern nicht läuft, ist die Verteilung von Belohnung im Jetzt und Belohnung in der Zukunft. Unsere Gesellschaft heutzutage ist immer mehr auf Belohnung im Jetzt ausgelegt. Du kannst viele Dinge sofort haben und viele Dinge sind per Knopfdruck verfügbar. Im sexuellen Bereich haben wir da unter anderem Pornos, die du dir jederzeit angucken kannst. Du kannst dir haufenweise Frauen angucken. Du kannst dir innerhalb von 2 Stunden 20 nackte Frauen angucken und zu denen masturbieren, 100 nackte Frauen angucken und zu denen masturbieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist per Knopfdruck verfügbar. Das heißt, es ist ein ganz einfacher, ich möchte was haben und Reward, ich bekomme etwas Mechanismus, ne, mit einem Knopfdruck. Genauso kannst du mit einem Knopfdruck alles Mögliche bestellen. Du kannst dein Essen an deine eigene Tür bestellen, müsstest also nicht mal mehr rausgehen. Du kannst in Restaurants gehen, kannst Fastfood essen, musst nicht selbst kochen. Das heißt, die Prozesse, die wir aktuell haben in dieser Welt, die sind verkürzt vom rein zeitlichen Aspekt her. Du musst weniger Aufwand betreiben und bekommst schneller ein Ergebnis. Und das ist auf der einen Seite natürlich gut, auf der anderen Seite aber auch ein großes Problem. Denn dadurch, dass wir Zugriff zu so vielen Sofortbelohnungshandlungen haben, stumpfen wir mit der Zeit immer mehr ab und verlieren unsere Willenskraft, verlieren unsere tatsächliche Fähigkeit, uns ein Leben aufzubauen, das wir genießen. Denn obwohl wir per Knopfdruck alles zur Verfügung haben, ob es jetzt die Pornos sind, das Essen oder auch Fernseher, Unterhaltung auf Knopfdruck verfügbar. Mittlerweile durch Sachen wie Netflix, Amazon Prime ist alles verfügbar. Früher musste man sich noch geduldig hinsetzen und warten, bis der Film im Fernsehen kommt, den man sehen wollte. Und wenn der nicht kam, dann musstest du zur Videothek fahren und musst den Film ausleihen. Das war wenigstens ein bisschen Investment, was man da betreiben musste. Heutzutage muss man das nicht mehr. Und das hat eben nicht nur gute Seiten. Ne? Es ist also sehr einfach, diese Sachen zu bekommen und sehr einfach, sich da zu belohnen. Aber um unser Leben wirklich nachhaltig positiv zu verändern, als Mann in diesem Fall, denn darum geht es ja hier auf dem Channel, um das wirklich nachhaltig positiv zu machen, brauchen wir die Fähigkeit, die Belohnung des Jetztes auch hinten anstellen zu können. Ne, ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn du gesund werden willst, wenn du ein gesundes Gewicht haben willst, vielleicht ein bisschen muskulös werden willst, was auch immer, dann musst du eben die Versuchung des Jetzt, zum Beispiel Burger, Chips und Pizza, je nachdem wie du Pizza machst natürlich und Burger, hinten anstellen und musst ja zu gesünderen Alternativen greifen. Nehmen wir jetzt mal Äpfel, Birnen und Brokkoli, ne, als Beispiel.
nagel mich jetzt nicht auf den genauen Lebensmittelbeispielen fest, die ich dir gegeben habe. Du verstehst das Grundprinzip. Du musst in der Lage sein, ein Jetzt für ein Zukunft zu opfern, opfern zu können, opfern zu wollen. Und das benötigt ja eine gewisse, eine Fähigkeit. Das benötigt die Fähigkeit, das tun zu können. Und da kommt das Problem, denn je mehr wir uns mit diesen Sofortbelohnungsobjekten auseinandersetzen, je mehr wir die Sofortbelohnung wählen über die Arbeit, die wir investieren könnten, desto weniger sind wir in der Lage, uns wirklich das Leben zu kreieren, das wir haben wollen. Und dann haben wir vielleicht einen Job, mit dem wir so gerade unser Geld verdienen und es ist alles soweit in Ordnung, wir haben was zu essen und so weiter, und dann kommen wir wieder von der Arbeit und setzen uns vor den Fernseher, um ein bisschen runterzukommen und uns ein bisschen abzulenken, vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen. Aber wir merken irgendwie, okay, also so, das ganze Paket ist das jetzt hier nicht, was ich hier habe. Du bist natürlich zufrieden, denn du hast erstmal alles, was du auf der Basic-Ebene brauchst. Du hast vielleicht eine Wohnung und was zu essen, aber du merkst, irgendwie, da ist auch noch mehr Potenzial in mir vorhanden. Und dieses Potenzial, dieses unrealisierte Potenzial liegt eben in deiner noch nicht vorhandenen Fähigkeit, das Jetzt für die Zukunft zu opfern. Und wenn ich sage, das Jetzt für die Zukunft zu opfern, dann meine ich, und das, oder beziehungsweise meine ich nicht, und das will ich ganz klar sagen, meine ich nicht, dass du nicht im Jetzt leben sollst. Du sollst natürlich im Jetzt leben, bedeutet, dass du jede Handlung, die du ausführst, das sollte die Handlung sein, die in dem Moment deine volle Aufmerksamkeit bekommt. Na, wenn du irgendwo bist und irgendwas tust, dann widme dir der Sache deine volle Aufmerksamkeit in dem Moment. Oder brich es ab und mach eine andere Sache. Das ist natürlich und hoffentlich auch klar. Was ich damit meine, ist, dass du Handlung ändern musst. Du musst diese sofort Belohnungshandlung ändern in Handlungen, die für deine zukünftige Zukunft einen Unterschied machen. Beispielsweise ins Fitnesscenter gehen, statt Fernsehen zu gucken. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Frauen kennenlernen, statt vor der Couch zu sitzen und Fernsehen zu gucken oder, ja, weiß nicht, Videospiele zu spielen. Ne? Du musst etwas im Jetzt opfern, eine gewisse Einfachheit, eine gewisse Lockerheit und Entspanntheit, eine gewisse, ja, Faulheit, könnte man fast sagen, um etwas in der Zukunft, etwas Erstrebenswertes zu bekommen. Und du wirst merken, je ausbalancierter dein Leben ist, was diese Aspekte angeht, desto besser geht es dir. Ja, wenn dein Leben sehr auf dieser Sachen im jetzigen Moment, jetzt Belohnung bekommen, Philosophie basiert, wenn es sehr in diese Richtung geht, wirst du merken, dir fehlt gefühlt die ganze Zeit irgendwas. Du hast das Gefühl, da gibt es noch mehr, da geht noch mehr und dein Leben oder das Leben beinhaltet noch mehr als das, was du gerade hast, das, was du gerade lebst. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch zu viel davon machen. Ich schaue mir immer gerne die Japaner an als schönes Vorbild für Motivation und für Willenskraft. Aber auch dort gibt es Extreme wie das Phänomen, dass viele Leute oder ich habe gehört, ein Fünftel der arbeitenden Leute unter einem Phänomen leiden, das, ich kenne den genauen japanischen Begriff nicht, aber unter dem Phänomen des Arbeitstods leiden, sterben auf der Arbeit oder töten sich selber und begehen Selbstmord, weil der Druck auf der Arbeit zu viel ist, weil sie viele Überstunden machen, weil sie nur noch das Jetzt für die Zukunft opfern. Und nur noch das Jetzt für die Zukunft zu opfern, ist eben auch keine Lösung. Es muss einen Ausgleich geben. Es muss den Ausgleich geben, der für dich funktioniert. Nur ist es so, dass die meisten Menschen heutzutage, die meisten Männer und auch viele Leute, die hier auf dem Channel unterwegs sind und mit mir zu tun haben, zu sehr auf der Seite leben, der sofortige Gewinn, die sofortige Belohnung. Denn es ist immer einfacher. Es wird immer einfacher. Du hast dein Handy und auf deinem Handy kannst du dich schon fast pausenlos, permanent belohnen mit Dingen wie Facebook, Instagram, du kannst Pornos auf deinem Handy schauen, du kannst YouTube-Videos auf deinem Handy schauen, du kannst so viele einfache und, ja, gehirnbelohnende Sachen machen, also Sachen, die gewisse Glückshormone ausschütten, dass es wirklich sehr schwierig ist, diesen Sachen Widerstand zu leisten. Aber deswegen ist es so wichtig, dass du dein Leben passend einrichtest, dass du dein Leben passend ausrichtest an diesem Wissen, am Wissen, dass du beide Seiten brauchst, nicht nur den sofortigen Gewinn, nicht nur das sofortige Belohnung, sondern auch
das Jetzt opfern für die Zukunft. Und wenn du es schlau machst, dann machst du es so, dass du das Jetzt für die Zukunft opferst und dich danach belohnst mit diesen Sachen. Dass du sagst, hey, okay, jetzt kümmere ich mich hier um, keine Ahnung, den Frauenbereich, geh mal raus, melde mich mal hier bei der Gruppe an, lerne da mal Frauen kennen oder geh mal in den Club und flirt mal mit Frauen oder was auch immer. Wie auch immer das für dich aussehen mag, das muss ja nicht für jeden gleich aussehen, aber dass du sagst, okay, das mache ich jetzt, ich nehme mir vor, ich stelle mich dieser Angst von mir, dieser Herausforderung. Und ja, dann gönne ich mir morgen auch mal zum Frühstück, keine Ahnung, Nutella-Toast oder was auch immer da deine Belohnung in dem Fall ist. Oder ich schaue eine Stunde Fernsehen oder was auch immer, schaue eine Serie oder was auch immer du da machen möchtest. Und das Interessante ist, was du finden wirst, ist, dass wenn du das so machst, dann werden auch die sofortigen Belohnungen dir mehr Spaß bringen, dann wirst du sie mehr genießen können, weil sie auch was Besonderes sind, weil sie nicht immer verfügbar sind. Denn wenn Sachen immer verfügbar sind, dann sind sie auch irgendwann langweilig. Ich denke, das ist auch eine Sache, die du selbst schon mal bei dir erlebt hast. Deswegen schau dir einfach mal an, wenn du gerade merkst, okay, mein Leben, wenn du fühlst, irgendwas ist nicht ganz so, wie es sein könnte, irgendwas fehlt hier, irgendwas passt hier nicht. Dann schau dir mal an, wie ist denn deine Aufteilung hier zwischen Belohnung im Jetzt und das Jetzt-Opfern für die Zukunft. Und schau mal, wie du es in ein gesünderes Verhältnis für dich persönlich bringen kannst. Natürlich ist das individuell, denn es gibt immer Leute, die mehr auf der einen Seite unterwegs sind als auf der anderen Seite und sich damit wohlfühlen. Manche brauchen ein bisschen mehr die Belohnung im Jetzt als andere. Aber es kann auch einfach sein, dass du es nicht gewohnt bist, dass du so sehr diese Jetzt-Belohnung brauchst, dass du einfach nicht mehr in der Lage bist, das Jetzt für die Zukunft aufzuschieben. Und wie gesagt, nicht im Sinne von im Jetzt zu sein, das ist wieder ein anderes Thema, aber dass du es nicht in der Lage bist und dass du es erstmal noch wieder lernen musst, ne, dass du es wieder lernen musst, dass es wiederkommen muss. Und auch das braucht seine Zeit, sei da einfach geduldig. Aber du wirst feststellen, dass wenn du hier die Balance schaffst oder mehr in die Richtung, also weil die meisten Leute doch wirklich mehr bei diesen Sofortbelohnungen sind, mehr in die Richtung, dass jetzt für die Zukunft opfern gehst, dann wird es dir in deinem Leben deutlich besser gehen, du wirst dich deutlich besser fühlen, auch wenn es natürlich erstmal eine Herausforderung darstellt. Aber an Herausforderungen wachsen ja, wir Herausforderungen definieren auch auf gewisse Weise unsere Zufriedenheit in unserem Leben. Probier es einfach mal aus, schau, wie es für dich läuft, schau, wie für dich so die Verteilung ist. Ein ganz wichtiges Thema und eine ganz wichtige Erkenntnis, die man haben sollte oder die man finden sollte, um sich diesem Problem zu stellen, dem Problem von, was könnte ich noch aus meinem Leben rausholen. Freut mich, dass du hier warst, an einem eher vielleicht philosophischen Montag, könnte man sagen. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, aktiviere auch die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Coachingplätze am Anfang des nächsten Jahres sind jetzt offen. Hier unten rechts kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.